Action. Nein, wie ging das? Egal. Ein lustiges Hörtisch. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Waywards Online. Wir nutzen den Cliffhanger, den wir in der letzten Folge angesetzt haben, um die Europa heute zu testen. Und diese ersten Sekunden, die ihr jetzt gesehen habt, haben schon für uns 7 Minuten gebraucht. 7 Minuten und 50. Ist super. Zeittechnisch kann es ja nur besser werden. Ja, dann los mal. Fahr. Schau mir so lange mal dein Öhrchen an. Das hast auch sind nicht die Bremsen hinten gelöst? Ja, sicher. Ich überprüfe das nochmal. Ja, sind gelöst. Okay, gut, ich fahre jetzt nämlich Feuerpower. Ja. Denk aber dran, dass eventuell Weichen nicht gestellt sind. Mir doch, ist sowas von egal. Da vorne ist eine Weiche nicht gestellt. Ach, sag bloß. Du könntest ja jetzt bremsen. Ach so. Stimmt, da ist ja so ein Ding. Das nennt sich Bremse. Mein Ziel ist heute, die Jungfernfahrt mit der Europa durchzuführen, ohne zu entgleisen. Wir müssen dafür aber nochmal Betsy irgendwie loswerden, denn irgendwie hängen die Waggons noch irgendwie an der Lok. Falls meine Tonqualität heute nicht sein sollte, ich nehme meine Audio-Separat auf, weil Deutschland Internet ist. Und während du diesen Satz gesagt hast, verspreche ich dir, hast du in der Stimme sowas von geleckt. Im Ernst? Jetzt zur Not schneide ich das so. Betsy ist jetzt aus dem Weg geschafft, das ist optimal. Das heißt, jetzt kann Europa... Halt, stopp! Ja, alles gut. Alter, ich hab die Weiche richtig gestellt. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Jetzt kann Europa lang. Link gesetzt? Link ist aber... Alles ist gesetzt. Darauf setze ich. Und dafür nötig. So, Europa ist dran. Das heißt, wir können los die Jungfernfahrt beschreiten in Höhe. Alle Bremsen gelöst? Ja, natürlich. Das heißt, wir können jetzt unsere Jungfernfahrt bestreiten. In der Hoffnung, dass wir heile am Holzfällerlager ankommen. Und bei jeder Jungfernfahrt klingelt die Glocke 24/7. Nein. Doch. Nein. Die Regel habe ich gerade made up. Nee, ganz bestimmt. Habe ich mir gerade ausgedacht. Dir ist klar, dass du noch keine geklatscht hast, ne? Ja, ich bin mir da sehr sicher, dass ich mir noch keine geklatscht habe. Willst du dir eine fangen? Und mit diesen Gefangenen sind wir auch schon am Logging-Camp angekommen. Also halt fest, du fängst jetzt eine. Wird der Party eigentlich geskippt, obwohl du nicht geklatscht hast? Ich hab geklatscht. Ich hab doch gesagt, du fängst jetzt eine. Du bist so dumm. An der Sawmill angekommen, merkt man jetzt schon stark den Bremsunterschied und den Pfeifunterschied der neuen Lokomotive Europa. Er ist super im Bremsen, man merkt's. Deswegen wird er jetzt die Lok zurücksetzen, langsam anhalten. Und dann wird mit der Power of Clutch der Wagen voll sein. Jetzt. Und da sind wir wieder zurück. Die Power of Clutch hat ganze Arbeit gewirkt. Bist du eigentlich meiner Kompanie schon beigetreten? Nein! Wieso denn nicht? Meiner Kompanie fühlt man sich doch viel besser als Sklave ausgenommen. Wait, what? Ah, du hast sogar die Weiche gestellt. Ich bin stolz auf dich. Ladies and Gentlemen, wir haben unser Reiseziel erreicht in wenigen Sekunden. Bitte halten Sie sich zum Aussteigen bereit. Bitte halten Sie Arme und Beine außerhalb des Waggons auf. Damit Sie frühzeitig die Flucht ergreifen können. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass der Zug während der gesamten Halt im Bahnhof nicht zum Stehen kommt. Vielen Dank, dass Sie dann mit ist es ja kein Bahnhof halt. Gefahren sind. Wir wünschen Ihnen noch ein angenehmes Sterben. Tschüss! Auf Wiedersehen. Und sterbt recht schön. Beendest du jetzt wirklich so die Folge? Nein. Schade. Du kannst, glaube ich, einfach gerade durchfahren. Fast auf 100 müsste es sogar gehen. Andere Frage, soll ich wieder Gas geben? Nee, ich weiß, ich guck mal. Warum kann ich nicht in der extern auf Map drücken? Ja, noch ein bisschen. Es sind ungefähr 30 Minuten auf vergangen. Ja, 30 Minuten ist für ein Video von Waywards nichts.
Vor allem, wenn man dann noch die Fahrten wegschneidet. Apropos Fahrten wegschneiden, du hast vergessen zu klatschen. Ja, wurscht. Ich muss das Video noch liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Müsst ihr auch machen, Leute! Stopp, 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 halt, 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 stopp, stopp, was ist denn hier? Hier ist mein Stück Schiene. Weißt du das nicht? Wenn man Ich sollte dafür jetzt nur anhalten, damit du das entfernen kannst? Nee, das ist beabsichtigt hier, ein Stück Schiene. Du kannst den Zug zurückfahren. Zurückfahren, bitte. Wie findest du eigentlich den Kuhfänger von der Lok vorne? Kuhschubser. Fänger. Das Ding fängt doch keine Kuh, das schubst sie weg. Ja, aber das heißt, glaube ich, Kuhfänger. Ich meine, das heißt Kuhschubser. Nee, Kuhschubser. Eine Minute, Google! Wenn, dann eher hier Schneeschieber oder so. Oder Bullenfänger. Gibt es mal nicht auch. Ich dachte früher tatsächlich immer, dass würde ein Schneeschieber wahrscheinlich, Alter. Ich dachte früher tatsächlich immer, das wäre ein Schneeschieber. Ja, wie soll man denn da Schnee schieben können? Da sind Löcher, da sind Schlitze drin. Und das Ding berührt nicht mal die Schienen. Ja, das ist ja wurscht. So ein bisschen Schnee kann das Rad ja verdrängen. Ich zitiere jetzt Wikipedia. Ja. Als Kuh-Minus oder Bullenfänger werden verschiedene Vorbauten an Fahrzeugen bezeichnet. Schienenräumer für Lokomotiven. Ja. Wer hatte recht? Schienenräumer und Bahnräumer sind Vorrichtungen an Fahrzeugen. Aha. Wer hatte recht? Ich habe gesagt Kuhfänger oder Bullenfänger. Du hast gesagt Kuhschubser. Mir wurde Kuhschubser gesagt. Ja, und ich sage dir jetzt Kuhfänger. Deine Freunde. So, what the fuck? Wir haben unser Reiseziel erreicht, nämlich mitten auf der Strecke. Denn, die sich erinnern können, hat der Tigo hier in der ersten Folge erste Strecke zum Pfiff nochmal ein Stück Schiene platziert. Und jetzt die Frage ist, warum hat er überhaupt eine Schiene platziert? Wenn man nämlich jetzt mal die Map öffnet, sieht man, da geht's zum Sägewerk. Genau, hier geht's zum Sägewerk. Das heißt, hier ist eine Gedächtnisstütze zum Sägewerk. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz auf zu Fuß Exkurs das Sägewerk erkunden und uns dann einen Plan machen, wie wir am besten das Sägewerk an unserem Schienennetz der Twelgo Company anschließen können. Das ist ganz wichtig, immer Pläne machen. So, wir sind jetzt hier am wunderschönen Sägewerk, wo noch nicht eine schöne Schiene liegt. Das ist ja ganz traurig. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Der Tigo hat einen bekloppten, wahnwitzigen Plan. Im Normalfall würde man... Bist du gerade in dritter Person und guckst von vorne? Nee. Normalfall, ich lege jetzt einfach Maschinen ohne Groundwork. Würde man, rein theoretisch... Ich leg das Groundwork darüber. Nee, lass mal. Denn, im Normalfall, würde man jetzt hier einen Y hinbauen. Ja. Und dann eine Strecke zur Hauptstrecke legen. Das ist Normalfall und da hinten würde man dann auch wieder ein Y bauen. So machen es alle wie Kahn, Depper und Hass nicht gesehen. Und ich! Und der andere komische Typ, der gerade hier mit mir im Quatschen ist. Der Tigo ist natürlich special und er fühlt sich von diesen Techniken alles ganz stark gelangweilt. Deswegen möchte er auf diese zwei Ys verzichten. Aber Tigo, warum machst du das? Weil ich die Scheiße finde und ich nicht Main Street bin. Deswegen werden wir da hinten kein Y machen, sondern wir werden das Y auf maximale Größe machen und hier eine Schiene zur Hauptstrecke legen und da hinten eine Strecke. Das Lustige ist, ich war tatsächlich sogar daran interessiert, weil du mir deinen Plan vorher nicht gesagt hast. Und hier und da hinten eine Strecke zur Hauptstrecke legen. Dadurch haben wir erstmal trotzdem ein Y bzw. Y auf Englisch. Nur Why though? Erstmal zweispurig und in
Extra groß, wie die Amis lieben. Extra super. Und damit der Tigo das nicht hier alles alleine machen muss, machen das die Streckenwichte. Genau, die das natürlich gerne mit Schnipsen unterstützen. Aber verstehst du die Idee, die ich habe? Mit der Strecke? Ja, ich habe auch schon... altes Weib. Ich habe schon die Ausladestrecke gemacht. Oh. Thank you.
Die Streckenwichtel haben ganz Arbeit geleistet, muss man ehrlich sagen. Leider haben sie uns auch den Zug geklaut, der hier, glaube ich, stand. Und haben dieses Stück Schiene komplett außer Betrieb genommen und haben da angefangen, die Strecke neu zu legen. Die geht dann hier lang, ein bisschen Schlangenlinie muss man vielleicht später überarbeiten. Dann geht's jetzt hier rechts zur Sägemühle, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Sägewerk, nicht Sägemühle, Sägewerk hier, wunderschön, das ist auch alles neu, alles. Dann über eine wunderschöne Brücke, dann wunderschön ins Sägewerk rein. Müssen am Sägewerk auch vielleicht noch ein paar Sachen ändern, wer weiß. Also die Streckenwichtel, nicht ich, weil wenn ich das machen würde, würde das ja Stunden dauern. Ne? Und die haben jetzt, die Streckenwichtel haben nur anderthalb Stunden gebraucht. Knapp etwas mehr vielleicht. Ne? Wunderschön alles hier gebaut, dann geht's da wieder zur Hauptstrecke zurück. Und top, 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 top. Hier wunderschöne Strecke, muss man sagen. Schön durch die Idylle. Aber ich sehe, ich glaube, die Streckenwichtel haben hier nicht wirklich alles weggefällt, wie sie es hätten machen sollen, wie ich es beauftragt habe. Also wie ich es gemacht habe. Na, sieht doch gut aus. Hier wieder auf so einem wunderschönen Damm. Wenn der Damm da hinten irgendwo endet... Wo endet er? Ich weiß es gar nicht, wo die Kreuzung wieder war. Also, hier nochmal ein paar Bäume weg. Das heißt, wenn hier jetzt gleich in wenigen 100 Metern endlich wieder auf die Hauptstrecke zurückgeht. Hallo? Bäume, geht mal weg hier bitte. Ihr habt alle Bäume nicht gefällt. Warum denn? Hier geht's weg. Die Hauptstrecke. Hups, das war ein geiler Baum. Das war ein Raketenbaum. Dann geht's hier wieder wunderschön auf die Hauptstrecke zurück und dann geht's da wieder zurück zur neuen Strecke. Ne, hier wieder die alte Strecke habe ich jetzt ein bisschen geradliniger gebaut, damit wir deutlich kürzer fahren müssen, also deutlich weniger Strecke machen. Das ist schon praktisch. Ne, aber man sieht, die Streckenwichtel waren sehr eilig, hatten es sehr eilig. So, deswegen hier vielleicht mal der ein oder andere Kink drin. Ein oder andere Schlangenlinien, aber da ist alles okay, ne? Und da hinten geht's dann wieder auf Ende des Y. Also ein exorbitantes Y, wenn man es überhaupt als Y nennen darf, falls ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ne? Und falls sich jemand fragt, wo ist denn dieser Colin? Ja, der ist weg. Der hat mich einfach alleine lassen. Der hat mir den Zug geklaut. Und ist dann einfach weg. Das heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn zu kündigen. Ja, das geht ihn einfach nicht anders. Also, Colin, wenn du das eh hörst, du bist gefeuert. Hau ab. Und damit noch tschüss und miau. Ciao, ciao.